Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit dem Wade. Jawohl. Der hat mir hier eine schöne, außergewöhnliche, schwere Rüstung mal gebaut. Will ich mal ganz kurz überstreifen. Ja, die konnte der Sklave der Stufe 3, Rüstungsmacher, der hat die Rezepte mitgebracht. Okay, wir haben ja in der letzten Folge mal fleißig ein bisschen verstärktes Leder gefarmt von den Elefanten und Nashörnern und was da alles rumlief. Ne? Sieht mal relativ schneidig aus. Ja, das Gewicht ist natürlich nicht gerade unbedeutend. Das stimmt wohl. Allerdings ist die Rüstung auch gut. Und ich hatte vorhin mal aus Versehen, die hatten wir noch gar nicht, die normale schwere Rüstung gebaut. Einen Stiefel hatte ich aus Versehen gebaut, normal. Und dann konnte ich das gleich mal vergleichen. Also die außergewöhnliche, die hatte jetzt ein mehr Rüstung, war leichter und hatte auch ein bisschen mehr Haltbarkeit. Also das außergewöhnlich macht dann doch ein bisschen was aus. Obwohl ich jetzt dachte, dass es mehr Rüstung ausmacht, aber naja. Im Vergleich zu der königlichen Brustplatte, die wir bis jetzt hatten, die hat 40 Rüstungen, allein der Brustpanzer und der von der schweren 106. Das kann man schon mal machen. Natürlich auch fast viermal so viel. Ja, ne, rein zur Verteidigung, weil so ist das Gewicht dann doch schon relativ intensiv. Nee, zum Farmen ist das nix. Nee, zum Farmen ehrlich nicht. Kannst du nur 3 Steine schleppen. Was haben wir noch? Ein zweites Sklavenrad. Und unser Hauptmann ist fertig. Ja. Ach, weiß ich nicht. 24 Stunden. Gefühlte 24 Stunden, so ist es. Hauptmann Iushuwa. Ein named NPC hier von der, ja, wohl höchsten Stufe. Stufe 4, glaube ich, ist das, ne? Ja. Der kann uns jetzt ein bisschen bei der Verteidigung helfen mit seinem Stahlhammer. So. Eigentlich sind wir schon reif für die Säuberung, aber wir hatten das dann vorher so eingestellt, dass nur passiert, wenn wir zu dritt auf dem Server dann noch sind. Genau, wenn der Smitty wieder mit einsteigt, dann gehen wir in unsere erste Säuberung. So, der Warder, der steht hier rum. Und zwar kann der jetzt hier, was, eine große Schatzkammer bauen. Eine Schatzkammer, ja. Die war auch sehr, sehr teuer. Brauchte schon allein 125 Stahlverstärkung. Okay. Dauerte auch mal ewig, bis man die gebaut hat und... Ja, verstärkte Ziegel und Stahlbarren. Jetzt habe ich hier gerade mal rausgefummelt, mal einen Platz, wo die hingesetzt werden kann. Bist du Auge? Ich bin eigentlich Auge. Dann versuche ich's mal. Jo. Alter. Hat was, ne? Nicht mal gerade ein kleiner Zimmertresor. Das stimmt. Ja. Steht gesperrt. Kannst du da ran? Oder kann nur ich da ran, weil ich sie gesetzt habe? Mir steht auch gesperrt. Aber ich kann da, Ah ja, ja, ja. Rein und ja, raus. Gut, vielleicht ist wahrscheinlich für andere Clans dann gesperrt, ne? Wenn man ja PvP spielt. Ja. Hallo. wie viele Plätze hat denn dieses gute Stück? Weiß man das? Ne. Das ist eine gute Frage. Angezeigt werden 30, aber können durchaus noch mehr sein. Das will ich mal schwer hoffen bei dem Broker hier. Ich probiere es mal aus. Du kannst ja noch ein bisschen rumgucken. Ja. Genau, Dein. Hab hier noch einen Priester im Köcher. Ah, der Gerber ist ja auch noch da. Aber den kann ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, gar nicht mehr so richtig tragen. Doch, gerade so. Den Priester, den wir vom Piratenschiff mal hergeschliffen haben, quasi. Zwar Mitra Erzpriester, da bin ich ja mal gespannt, der mir irgendwas bringt. Also irgendwelche Rezepte kommen da nicht dazu. Was schade ist. Vielleicht geht das auch erst auf der höchsten Stufe. Ich weiß es nicht genau. Oder es muss noch eine Nummer besser werden, der Kollege.
Dass ein Erzpriester jetzt wohl doch die kleinste Stufe ist. Ich weiß es gar nicht genau. Noch einen Papst anlachen oder was? Ja, natürlich. Nur der Papst kann hier was Gutes bauen. So, dann habe ich... Und dann haben wir nochmal einen besseren Gerber organisiert. Und nach findet man da ja so einiges auf dem Piratenschiff. Da gucken wir auch gleich nochmal hin. Wir brauchen da nochmal einen Schmied. Ja, irgendwie haben wir den, der ist so unglücklich positioniert, dass er immer mit mehreren anderen zusammen da steht und dann haben wir den schon mehrmals getötet. Ich wahrscheinlich am häufigsten. Wenn ich da so im Gewühl stehe und mich meine Haut wehre, dann schneide ich da mit meinem Schwert oder mit meinen Dolchen halt schwer um mich und dann vor allem mit den Dolchen. Vielleicht sollte ich die Dolche mal nicht nehmen, weil die bringen sehr viel Blutungsschaden und dann, selbst wenn ihr den nur zweimal trifft, dann verbluten sie dann auch schnell. Stimmt wohl. So, jetzt habe ich noch einen Zweier Gerber, den kann ich vielleicht das mit hier erstmal nochmal übernehmen. Kleinen Tänzer hier, wir rüsten uns jetzt mal so richtig auf mit den Sklaven. Weil wir hier einen echt guten Standort haben, wo wir an vernünftige Leute drankommen. Kann man das schon mal machen. So, Rüstungsmacher 1 können wir auch ersetzen durch einen Zweier. Du hast schon einen Zweier, ne? Dreier. Ein Dreier sogar. Ja, deswegen kann er die ganzen schönen Rezepte, die schönen Rüstungen. Ja, und er hat jetzt hier nur eine Lederschürze und lederne Arbeitshandschuhe. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt braucht. Die kannst du aber wahrscheinlich auch bauen, ne? Mit dem Dreier, ja, wird das mit dabei sein, okay. Kann auch irgendwie Hose der schwarzen Hand und Weste der schwarzen Hand. Man überlegt nicht, dass man sich die baut, wenn man die anzieht, dass sie einen dann nicht erkennen, irgendwie im Lager. Wäre natürlich auch cool. Das wäre ganz cool, das könnte man mal ausprobieren. Ja, stimmt, da kann ich die mal bauen. Ich war jetzt hier gerade dabei, mal die Kapazität des Tresors auszutesten, aber... Ja, ich habe ja 200 Leder einfach mal reingeschmissen und teile jetzt die Stapel da drin immer auf. Ja. Aber bisher bin ich noch nicht am Ende. Jetzt, okay. Jetzt habe ich... Mal durchzählen. Derweil setze ich nochmal eben hier die... Tänzerin. Da habe ich 140 Plätze besetzt. Also das ist ein bisschen mehr. Da habe ich auch keine Lust mehr. Also mindestens 140. Okay. Dann lohnt sich ja schon mal ein bisschen. Ja, da könnte man vielleicht vor der Säuberung, weiß nicht, ob das gut ist, wenn man da sein ganzes wertvolles Zeug reinpackt. Oder wenn wir alle drei unsere Sachen einpacken, dann ist hinterher dann die Frage, was hat wem gehört? So, betanzt werde ich schon mal vernünftig. Dann nochmal eben kurz in die leichte Rüstung schwingen. So. Ja. Lass ich die Dolche mal zu Hause. Was wollte ich jetzt noch trinken? So. Okay, das mit dem Priester hat jetzt schon mal ein bisschen enttäuscht, aber da muss ich noch mal gucken. Welcher da was bringt? Welche Stufe da was? So, wenn wir Yushuva mitnehmen? Nein, wollen wir natürlich nicht. Aber wir haben jetzt wieder ordentlich Platz in unseren Rädern. Da können wir noch mal ein bisschen was auftreiben. Ja, für 8 wäre Platz. Mhm. Sofort. Hier nochmal ein paar Steine ablegen.
So, kannst losgehen. Dann gehen wir mal unten durch unseren Tunnel, wie Oder im Gegensatz zum letzten Mal. Da sind wir noch oben rumgelaufen. Hier unten gibt es dann auch noch mal einen Tunnel. naja, einen Aufgang, sagen wir mal. Naja, so einen kleinen Aufgang. Ne? Das hat den Vorteil, dass man sich da nicht erstmal durch die zwei kleinen Lager durchmetzeln muss. Die Menschen, die spawnen noch recht schnell wieder nach. Und da kann es schon mal sein, wenn man sich da ein bisschen länger aufhält, dann sind die am Anfang schon wieder nachgespawnt und kneifen einen dann auf dem Rückweg in den Hintern. Mal zwei, ach da. Zwei Steinnasen hier, die haben wir auch schon öfter mal. Den zweiten. Oh. So, nur einmal kurz hier durch. Ein Schild mitnehmen können. Ach, siehst du, Scheiße, dass du mit der Hose und Weste wollt ihr ausprobieren. Naja, nächstes Mal. Sorry, immer noch ein bisschen erkältet. Loxemania, ihn. Will er nicht? Nee, du machst ihn gleich so platt. Mach das doch. Ja, das ist vielleicht der gleiche Effekt, den ich auch schon mal festgestellt hatte bei der Siedlung bei unserer alten Base. Wenn man Bogenschützen da in seine Reichweite geht, bis er aufschreit und dann schnell wieder wegläuft, dann beruhigt er sich wieder und ist dann auch irgendwie ein bisschen dickhäutiger. Und dann kann man hingehen und lass es mal weggehen hier. Vielleicht wieder ein Ja. 1000 Leute anlockst. So. So Kropfzeug halt, ne? Schon gelootet die Burschen da hinten? Ja, zwei hatte ich. Da kommt einer. Dann der. Kämpfer. Kämpfer. Kommt noch einer, auch ein Kämpfer. Ein schönes dabei. Oh. Hätte auch Eisenverstärkung hatte der eine und ein paar Eisenbarren. War denn das Wes? Was ist denn das da einer für einer, der da oben sitzt? Mal ein Bogenschütze. Noch Loot dabei hier. Oh, hier kommt wer. Vorsicht. Das ist der Zweier Schmied. Du tötest den Schmied. Sind wir da tot? Ja. Ja, ich war hier mit der Bogenschützin. Naja. Wenn der sich so blöd hinter mich stellt, dann kann ich auch nichts für. Wenn Gut, ich das mit dem. in der Kombi bin, dann kann ich auch schlecht abbrechen. Das mit dem Schmied wird noch mal ein bisschen dauern. Wir Wo gucken noch kam mal, der was denn hier. überhaupt wieder her? Oh, alten Schmelzer. Schmelzer. Oh nein. Das gute Schwert ist ein bisschen zu gut. Hier wird alles weggemäht. Egal. Ach, Menno. Ja, ich glaube, wir können wieder gehen. Ja, wir gehen noch mal kurz hier einmal runter in die Mitte. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da noch waren. Halt, hinter dir. Das ist ein Kämpfer. Ich würde nochmal rüber auf die andere Seite wollen, wo der Hauptmann war, weißt du? Mal gucken, was da jetzt noch so ist. Ey, Mann! Ist ja furchtbar hier. Kann der Schmelzer denn auch nur zwei Schläge ab? Das ist doch blöde. Kämpfer.
Oh. Machen wir straff hier. Aber oben nochmal die Kiste looten. Schwer ist ja mittlerweile nicht mehr hier mit unseren. Gerber 3. Finden wir nochmal. Ja. Gut, ich mach den Bogenschützen hier, dann. Oh, bei einer Gerberin haut es aber ganz schön zu. Ja. Das ist ja cool. Fällt dir. Auch nicht. Stimmt irgendwas nicht. Ja, unter dem Zelt ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwierig. Achso, okay. Vorsicht. Oh, jetzt habe ich. Jetzt kommen wir wieder anders noch. Was ist denn das? Kämpfer. Wird wohl jetzt nichts mehr werden hier. Achso, gut, der Gerber lebt noch. Oder die Gerberin. Was, du hast ja noch gar nichts verpoolt, oder? You've got the chance, mate. Da liegt sie. Will's hier. Eine Treppe. Weiter gucken. Achso, okay. Gucken, was die Truhe so sagt. Was sind das? Silberstaub. Davon hatte ich jetzt auch schon mal einen. Das hatte ich noch nicht. Aus irgendwem rausgeprügelt. Nee, hier nicht. Ne, ich wollte nur mal den Dings looten. Gehen wir nochmal hier in die Mitte runter. Ein Tagebuch? Hier war wohl schon gelesen. Ja, ja, dieses Dirnen-Tagebuch. Ne? Aber hier unten hat man, glaube ich, den Zimmermann her. Oh, können. Okay. Ich hab mal gesprungen. Schreien die denn alle? Von oben kommt auch einer. Mach ich erstmal den weg. Bettpriester. Das ist ein Zimmermann. Priester, den kill ich jetzt hier mal. Er ist nur normal Priester. Ich hatte doch einen extra Erzpriester. So, der Zimmermann hätte ich. Ja, okay. Wollen wir Zimmermann Gerber? Zimmermann Gerber reicht erstmal. Was noch? Koch? Ja, kannst ja schon mal einen mitnehmen. Ich guck ja noch mal kurz. Drüben auf die andere Seite. Und loote nochmal hier diese Kiste hier. Ist ja richtig was los hier drin. Können wir ja schon mal mit vollem Gepäck wieder rausgehen. Hier noch was? Nö. Nicht so aus. Hier hin. Oh. Da liegt der Gerber. Hier? Ja, okay, nehme ich dann mit. Dann? Ja, ich gehe nochmal rüber auf die andere Seite. Dann mache ich mich schon mal auf den Rückweg. Jo. Oh oh. Pokey pokey, mate! Hat er mir doch glatt was abgetrennt, was auch immer. Bein. Ja, Arm. Kopf.
was hier noch so alles rumrennt. Ja, den Anfang, gut, dann braucht man nicht weit zu gehen, ne, für den Schmied und den Schmelzer. Nö, aber eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann mir ein schlechteres Schwert einstecken, oder? Nicht auf alles drauf vor allem, was zwei Beine hat. Ja, aber wenn die hinter mir dann auftauchen, da kann ich auch nichts für, wenn ich da gerade im Clinch bin. Meine Kombis reinlaufen. Rüstungsmacher 2, na, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee, ein Zweier nicht, ne. Oh. Ach, hier ist der. Ah, okay. Hier ist noch ein Tänzer, noch so ein Hauptmann-Gedönse und diese zwei Jungs, die da Liegestütze machen. Ja, ich glaube, das waren Krieger. Ja. Na gut, ja. Dann. Tänzer brauchen wir jetzt gerade nicht, dann schnapp ich mir mal eben den. Nee, nimm den Gerber mit. Ja. Also ein Dreier-Tänzer würde ich natürlich auch noch nehmen. Was? Wie kannst du den aus der Mitte haben? Oh, in der Mitte ist ja auch nicht schlecht, wenn da einer rumsteht, ne? Wenn hier alles so ein bisschen betanzt wird. Ja. Oh, verdammt. Oh, kann ich ja austauschen. Die ist ja auch ganz niedlich hier. Weiß ich nicht mehr. Wo der Gerber ist? Ah, ich hab. Gott sei Dank. Ja. Ah, ich hab. Auf nach Hause. Ja, aber ich muss dann gleich im Anschluss noch mal eben gucken, was da, ob da immer so ein Stufe 4 Hauptmann ist. Kann schon mal interessieren. Da ist der immer hier in der Mitte. Gut, dann haben wir auch schon vier Tänzer, ne? Zwei Einer zwar. Ja, gut, die Einer, ja. Zweier ist natürlich schon schöner. Jo. Cool. Mühsam ändert sich das Eichhörnchen, immer eine kleine Stufe besser. Aber wenn man jetzt schon mal ein paar Sachen Stufe 3 hat, da kann man ja schon mal was mit anfangen. Die können ja dann teilweise auch schon die Rezepte, andere Rezepte und sowas, die Dreier, ne? Bei den Zweiern ist es ja noch ein bisschen. Ja. Gut, es geht schneller, aber viele extra Rezepte können die nicht, ne? Ja. So, den haben wir auch noch nach Hause geschliffen. Kommt er noch ins. Sklavenrad. Lass ich auch mal hier mit rein. Da hätte ich auch uns andere machen können, da ist ein besserer Sklaventreiber drin, ne? Ist egal. Ach, stimmt. Hab ich dran gedacht. Ja, vielleicht finden wir ja gleich nochmal was wir schneller brauchen, dann sind wir nicht böse drum. Gut, dann lassen wir die Jungs erstmal ein bisschen knüppeln hier am Rad. Dass sie auch mal fertig werden. Will mal zusehen, dass ich nochmal ein paar Teile fürs Haus crafte. Will da nochmal einen zweiten Stock drauf zimmern. Dann soll es das erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.